Liebe Naumburgerinnen und Naumburger, verehrte Gäste aus nah und fern, herzlich willkommen an diesem wunderbaren, lauen Herbstabend hier zum Naumburger Abendmarkt in Naumburgs guter Stube auf unserem Marktplatz. Und wir haben uns heute in einer Großzahl hier versammelt, weil wir alle ganz neugierig sind, wie unsere Video- und Lasershow, glaube ich, sein wird, die wir sehen werden. Liebe Naumburgerinnen und Naumburger, wir sind heute hier, um letztendlich offiziell den Countdown für unsere tausendjährige Geschichte, für 1000 Jahre Naumburg einzuleiten. 1000 minus 5 ist heute das Motto. Der Countdown läuft und, liebe Naumburgerinnen und Naumburger, in 1582 Tagen ist der 1. Januar 2028. Und wir stellen dieses Jahr unter 1000 Jahre Naumburg, aber auch unter dem Thema 1000 Veranstaltungen, 1000 Gesichter, 1000 Bürger. Letztendlich spielen wir mit der Zahl und wollen letztendlich heute bei Ihnen allen, bei uns allen auch die Vorfreude wecken auf dieses stolze, herausragende Stadtjubiläum. Und wir wollen letztendlich auch Ideen sammeln. Wir wollen Ideen von unseren Bürgerinnen und Bürgern bekommen, wie wir uns in 5 Jahren dieses Festjahr vorstellen, was an Veranstaltungen letztendlich in diesem Jahr dann auch gestaltet und gemacht werden sollen. Da brauchen wir Ihre Ideen, Ihre Hinweise, herzliche Einladung dazu. Letztendlich können Sie uns kontaktieren über eine Homepage, über eine Internetseite www.naumburg2028.de. Und letztendlich haben wir unseren Naumburger Bürgerverein dazu gewinnen können, hier auch das Sprachrohr unserer Stadtgesellschaft zu sein und letztendlich hier diese Ideen zu sammeln. Aber auch die Stadtverwaltung, meine Kolleginnen und Kollegen stehen bereit. Und letztendlich, glaube ich, soll das ein Jahr der Bürgerinnen und Bürger, ein Fest der Bürgerinnen und Bürger werden. Und letztendlich wollen wir heute Vorfreude wecken, ich habe es gesagt, wir wollen auch einen Teil unserer Stadtgeschichte jetzt gleich präsentieren, indem wir Szenen aus unserem Kirschfestumzug dieses Jahr ablaufen lassen, in einer Lasershow und kommentieren werden. Ja, an so einem Abend muss man auch Danke sagen all denjenigen, die sich jetzt für den heutigen Abend verantwortlich gezeigt haben. Und das ist allen voran, ich habe es gesagt, der Bürgerverein Naumburg mit dem Herrn Ralf Steinmeier, von dem letztendlich auch die Idee gekommen ist. Dank sagen möchte ich Herrn Goldstein, der die heutige Projektion durchführen wird. Dann möchte ich Dank sagen an Herrn Hirschfeld und Herrn Parkinson, von dem Film und Schnitt stammt. Und dann natürlich auch dem THW, Ortsverband Naumburg, der letztendlich hier diese Beamer-Projektion mit dem Gerüst ermöglicht hat. Ich glaube, wir sind jetzt alle gespannt. Das ist eine Premiere hier, eine Projektion auf unser Naumburger Rathaus. Meine Kolleginnen und Kollegen haben alle fleißig die Rollos auch runtergefahren heute Abend, damit wir hier also ein verdunkeltes Rathaus haben. Und ich bin selbst auch gespannt, was uns jetzt in den nächsten 23 Minuten hier gemeinsam erwartet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung und bleiben Sie nachher ruhig noch ein paar Minuten, eine gewisse Zeit hier auf dem Abendmarkt. Es wäre schön, wenn wir hier auch nachher noch ins Gespräch kommen. Einen schönen Abend und alles Gute. Vielen Dank.
Ich sollte mich vielleicht kurz vorstellen. Mein Name ist Johann Georg Raue. Und ohne mich würde niemand über diese Stadt sprechen. Ich war es gewesen, der die berühmte Chronik im Kloster St. Georg aufgefunden hat, von der wir alles über das Naumburger Kirschfest wissen.
Der größte Unterschied zwischen Gott und dem Historiker besteht darin, dass Gott die Vergangenheit nicht mehr ändern kann.